die höchstwahrscheinlich letzte Unboxing Picture Vinyl der drei Fragezeichen, die Nummer 30, das Riff der Haie. Genau 30 LPs brachte Europa heraus. Danach haben die komplett umgestellt auf die Kassette. Deswegen nehmen wir fest an, dass es das auch gewesen ist. Es wäre natürlich fantastisch, wenn auch das Narbengesicht als Picture Vinyl erscheinen würde und noch viele andere Klassiker folgen. Da lassen wir uns mal überraschen, aber ich glaube eher, das wird nicht der Fall sein. Heute geht es um eine Folge, die auf dem Wasser spielt, die mit Haien zu tun hat. Man spürt gerade bei dieser Folge den Zeitgeist der 80er, Greenpeace. Ja, Erdöl wird knapp, es wird es eigentlich schon die ganze Zeit. Und ja, es ist eine ganz besondere Folge. Nicht nur, dass Oliver Rohrbeck im Stimmbruch ist, ja, er kann Kraftstoff nicht richtig sagen, da kratzt die Stimme. Es ist auch der Cast und wir packen mit euch jetzt tatsächlich die allerletzte Picture-Vinyl aus. Meine Frau hat sich wieder zur Verfügung gestellt, das schön zu präsentieren. Und wir haben uns ein paar Haie eingeladen. Wie immer kam das Ganze gut verpackt in einem riesengroßen Karton und in dem Karton war dann der kleine Schallplattenkarton. Also da konnte schon mal nichts schief gehen. Ach sag bloß, ihr seid Hörspielfreaks, dann lasst ein Like da oder abonniert unseren Kanal, denn wir sind allzeit retro. Mal ganz unter uns, mit so einem Kollegen möchte wohl keiner auf Tuchfühlung gehen, wenn er im Meer planscht. So, da ist Dani. Ich habe sie gebeten, das Ganze genussvoll zu öffnen, also nicht ratsch auspacken und fertig, sondern wir wollen das genießen, den, denke ich mal, allerletzten Auftritt der Picture Vinyl bei den drei Fragezeichen. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Oder es hat in den letzten 4 bis 5 Jahren immer mal Spaß gemacht, alle paar Monate so ein Exemplar zu bekommen. Ich habe schon mal drüber berichtet, nicht wegen dem Klang, auch nicht wegen der Musik, denn es ist die neue Abmischung auf jeder neuen Picture Vinyl, sondern es geht mir um die Optik und das Gefühl, wow, ja, diese Picture Vinyl eignet sich fantastisch, um sie an die Wand zu bringen. Die ist einfach schön, die macht was her. Und das wollen wir euch mit diesem Video auch zeigen und euch zu inspirieren, vielleicht auch mal zu erzählen, was macht ihr so mit den Platten? Ja, packt ihr die aus oder packt ihr die überhaupt nicht aus und denkt, die werden mal Gold wert? Ja, Gold wert sein, könnt ihr gerne mal kommentieren. Danke, Dani, für das wundervolle Präsentieren und mir ist natürlich schon wieder was aufgefallen hier bei diesem Produkt. Mehr dazu später. Ja, es ist Fluch und Segen zugleich, wenn man sich so mit Hörspielen befasst. Mir ist sofort etwas aufgefallen und das hat mich ein bisschen verstimmt. Schaut mal die Flecken an auf diesem Hai. Da frage ich mich doch, ob man nicht im Jahr 2024 diese Flecken von diesem Originalbild kaschieren kann. Denn das sind eindeutig ja, Archivflecken. Man hat dieses Bild eingelagert, es war nicht richtig eingelagert oder es lag etwas drauf, was diese Verfärbung eben gemacht hat. Und das könnte man doch wirklich als großer Konzern Sony ja, beheben. Aber nee, 29,90 Euro, da muss der Fan sowas schlucken. Tja, vielleicht bin ich auch nur zu anspruchsvoll. Wie geht es dir damit? Ist dir sowas Pillepalle oder stört dich das auch? Nun ja, jetzt könnt ihr mal einen Blick auf die Picture Vinyl werfen. Ja, wie immer sehr gut verarbeitet, schön schwer. Ja, ich weiß jetzt schon, wie sie klingen wird auf dem Plattenteller. Nicht die beste Qualität, neue Abmischung haben wir ja schon darüber gesprochen. Aber sie ist trotzdem ein Schätzchen in meiner Picture Vinyl Sammlung. Dies gilt übrigens Sony, nicht Europa. Und natürlich wollen wir uns auch das Plattencover ansehen. Das ist ja immer recht sehenswert. Und die Nummer 30 natürlich noch mit Peter Passetti, mit seiner kraftvollen, ausdrucksstarken Stimme, der so auf so besondere Art und Weise betont hat. Ja, wir haben das Hörspieldrehbuch von H.G. Francis. Wir haben
kongeniale Sprecher an Bord. Seid mal ehrlich, Kollegen, das liest sich doch wie die Crème de la Crème in einem Gourmet-Restaurant. Henry Kielmann, Karl Walter Diess, Lothar Grützner, Peter Passetti, das sind doch Namen, die gehen runter wie Öl und die sorgen für 45 Minuten Kurzweil, Spannung und einfach dieses Retro-Feeling, das wir zu unserem Leben brauchen. Ja, und so unergründlich wie das tiefe Meer ist auch diese Geschichte, denn sie hat viele Wendungen, ist spannend, emotional und einfach gut im Ohr, möchte ich sagen. Und wir hatten vor 2 Jahren ein Community-Mitglied, Gerard aus Berlin. Wir wissen mittlerweile nicht, was ist mit ihm passiert. Wir haben den Kontakt zu ihm verloren, aber er hat uns ein Vermächtnis hinterlassen und das ist ein ganz spezieller Fan-Trailer, der in knapp 2 Minuten die Geschichte halbwegs anreißt und erzählt, ohne die Spannung zu nehmen oder zu spoilern. Und am Ende dieses Videos und ihm zu Ehren werden wir diesen Trailer in voller Länge euch präsentieren. Das hier, ja, diese kleine Spielerei mit dem Narbengesicht, stammt vom Vinylisten, ja, auch einem Meister des schwarzen Goldes. Er hofft natürlich auf weitere Picture-Vinyls und hat hier schon mal gezaubert und gebastelt mit diesem Bild. Ich würde mich besonders freuen, wenn es weitergehen würde, zumindest mit den Klassiker-Folgen, vielleicht so bis Folge 50, wäre ich sehr zufrieden. Wie steht's bei euch? Könnt ihr gerne mal kommentieren, ob ihr weitere Picture-Vinyls wünschen würdet. Ja, und natürlich zeigen wir euch, wie das Ganze hier auf dem Plattenteller ausschaut, macht sich sehr gut, ist irgendwie witzig, wie der Hai sich im Kreis dreht und ja, die Platte tut, was sie tun soll, sie dreht sich und über Ton und Qualität habe ich ja schon berichtet. Moin Moin, wollen wir am Ende des Videos den Trailer zum Hörspiel abspielen? Jo, okay. Dann Film ab und danke, Gerard, wo immer du bist. Das neue Ölprojekt liegt etwa eine halbe Meile von einem großen Riff entfernt, das Riff der Haie heißt. Die Demonstranten fahren täglich mit ihren Booten hinaus zur Plattform. Bis radikal verhandle ich nicht! Was alles, was hier zum Teufel kommt! Es sah wirklich so aus, als wollten die Brüder Connors ihre Leute gegen die Ölgesellschaft aufhetzen. Sie stecken wahrscheinlich auch hinter der Sabotage, draußen auf der Vorplattform. Ja, was wollte dieser Yamura bei Ihnen? Wir haben das Ding beobachtet. Es hat sich am Boot festgemacht, eine Art Ein-Mann-Boot. Ist eine Crew dort am Fenster. Ein Mann. Was auch immer da draußen geschieht, der Taucher, der sich an die Windrose gehängt hat, arbeitet nicht allein. Da drüben bei den Inseln. Ein U-Boot, ein altes, verrostetes U-Boot voller Tang. Das ist das Emblem der kaiserlichen japanischen Flotte. Gondas U-Boot lief 1942 zum letzten Mal aus und kam nicht mehr zurück. Hier weg. Er taucht auf. Er hat eine Harpune. Und es gibt nur einen Beweis, mit dem dieser Yamura entlarvt werden kann. Ein goldener Ring. Mit verschlungenen Blättern und Schriftzeichen verziert. Ah, sie suchen uns. Wir müssen uns tiefer in den Canyon zurückziehen. Ja, er ist gefährlich. Sehr gefährlich. Kommt, schnell. Verhören, verliken. Was ist das? Du hörst 365 Tage im Jahr kostenlos und werbefrei unsere Kopfkinoproduktionen. Das müsste doch ein Like wert sein. Kostet nichts und ist schnell erledigt. Dein Hör-mal-zu-Team.